So, meine lieben Freunde, für alle, die eklige Sachen nicht so gerne mögen, habe ich heute den Tipp, einfach abzuschalten. Nein, Spaß. Für alle Podcast-Liebhaber heute hier diese Folge. Und zwar, wie kriegst du relativ einfach Schmatzgeräusche, kleinere Schmatzgeräusche aus dem Podcast raus. Hier siehst du, ganz gut, ich habe hier ein Schmatzgeräusch und deswegen für alle, die nicht so zart beseitet sind, was solche Geräusche angeht, ich spiele erstmal alles ein bisschen ab, dass du das hörst, wie sich das hier rein integriert. Also hier so ein paar Sekunden spiele ich jetzt mal ab, dass du es hörst, was ich hier meine, und das wollen wir heute hier rausschneiden. Ich spiele es mal ab und take it easy solltest du auch im Online-Marketing machen. So, jetzt, ich habe den In- und Out-Point hier im Audition gerade nicht richtig gesetzt, das ist natürlich doof. Ich will also hierhin zoomen an diese Stelle. Warte, da sehe ich den Outpoint, das Ende. Da möchte ich hin. Vielleicht noch ein bisschen näher dran. So, jetzt gehe ich nochmal rein mit Tasten. Jetzt drücke ich Command und scrolle rein. Gehe hier hin und mache den Inpoint. Ich drücke also I. Hier habe ich O gedrückt. Ne? Wenn ich G drücke, dann lösche die wieder. Also ich gehe hier ans Ende, wo das Schmatzen aufhört. Hier gehe ich an den Anfang und drücke. Vielleicht gehe ich auch ein bisschen davor, ne? Und mache hier I und hier mache ich O. Und jetzt mache ich hier unten den Loop an und drücke entweder, man kann mit L abspielen oder mit Leertaste. Online Marketing machen. Also das Schmatzen ist schon relativ eklig, das wollen wir jetzt rausholen hier. So, und zwar mache ich das Ganze ganz praktisch hier in den Track-Effekten. Also ich möchte das hier auf den gesamten Track drauflegen, nicht auf den Clip. Hier sind die Clip-Effekte, hier sind die Track-Effekte. Wenn ich das nicht habe, dann gehe ich hier auf Effekt, Rack oder Effekte, ne, im Audition, ganz einfach. Und dann habe ich mir erstmal einen Hard-Limiter hier angelegt, ne, damit ich nicht das Ganze übersteuere oder so an irgendeiner Stelle, je nachdem, was ich hier einstelle. Erst habe ich Dynamics draufgelegt und zwar einen Kompressor hier, den habe ich so eingestellt. Wenn du hier Ideen hast, wie ich den verbessern kann, schreib mir unter das Video. Dann habe ich hier die Reverb. Hier habe ich mal ein ganz bisschen eingestellt, damit ich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Hall habe. Und jetzt an dritter Stelle ist mir aufgefallen, dass ich eben dieses Schmatzen hier habe. Und was bringe ich hier an dritte Stelle? Ich meine, ich könnte hier noch mehr hin tun. Ne? Ich könnte den Hard Limiter auch runterziehen. Der soll nur einfach als letztes kommen, deswegen ist der da. So, und was stelle ich mir davor ein? Und zwar, damit ich das Schmatzen ein bisschen wegkriege, mache ich hier Dynamics Processing. So, und jetzt spiele ich mal, während ich das hier aufhabe, spiele ich mal das Schmatzen ab, drücke Leertaste. Marketing machen. Genau. Und du siehst, dass hier unten im niederen Dezibelbereich halt viel abgeht. In dem Moment, wo ich hier eben spreche und schmatze. Und damit ich jetzt meine Stimme nicht so doll, sag ich mal, auch beeinflusse, möchte ich meine Stimme natürlich gleichzeitig hier mit Kopfhörern abhören und spiele jetzt weiterhin ab. Take it easy solltest du auch im Online-Marketing machen. Genau. Und jetzt höre ich mir das an, immer wieder mit dem Schmatzen, und mache hier unten so einen Punkt rein. Da klicke ich hier einfach drauf und dann wähle ich den Punkt. Man kann hier auch viele Punkte reinmachen. Dann kann man die alle verschieben. Die kann man auch wieder so löschen, ne? Ich möchte aber nur einen hier an der Stelle erstmal haben und gehe dann mal ein bisschen nach unten und spiele jetzt weiter ab. Take it easy solltest du auch im Online-Marketing machen. Und du hörst, es hört sich echt gar nicht mehr so schlimm an, ne? Jetzt hören wir mal noch eine längere Stelle an. Ich mache mal den hier zu. Wenn ich den Effekt wieder haben möchte, gehe ich hier wieder drauf, kann den bearbeiten. Und jetzt hören wir uns mal das Ganze an, ob ich meine Stimme doll, ob das noch erträglich ist. Genau. Die dritte Sache auch bei Videos ist, bevor du gar keine Videos auf dem YouTube-Kanal kriegst, easy solltest du auch im Online-Marketing machen. Also die Stimme ist vielleicht leicht flacher geworden, aber wenn man so wie ich zum Beispiel gerade ein bisschen Schnupfen hatte und so nicht viel getrunken hat, dann hat man öfter mal so einen Schmatzer drin. Außerdem, viele wissen das ja, die mir folgen, habe ich eine Zahnschiene vorne, weil ich mir da gerade ein Implantat gemacht habe und das muss erstmal verheilen. Bedeutet, ich schmatze und lispel besonders doll momentan. Für mich ist also dieser Tipp besonders wichtig gewesen, das rauszufinden, wie das funktioniert. Und vielleicht, wenn ich dann irgendwann meinen richtigen Zahn wieder vorne drin habe und wieder richtig, richtig ohne Lispeln reden kann und ohne Schmatzen reden kann, dann brauche ich den Tipp vielleicht gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass viele das Problem haben, deswegen wollte ich dir diesen Tipp hier zeigen. Ja, schön, dass du bei diesem Video hier dabei warst. Wie gesagt, ich freue mich unten, wenn du dort Gefällt mir drückst oder wenn du zweimal den Daumen runter drückst, das funktioniert genauso gut. Ansonsten lass einfach einen Kommentar da, wenn du sagst, ey, da hat mir irgendwas bei diesem Video hier gefehlt, kannst du gerne sagen, oder vielleicht war ich auch zu schnell, dann kommentier das bitte unten, da freue ich mich auch drüber, wenn ich mich mit dir austauschen kann, vielleicht hast du auch Ideen,
noch zu diesem Thema hier und möchtest auch noch was loswerden, da freue ich mich unglaublich über jedes Kommentar jeder Art. Und ja, ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder mit dabei bist. Bis dann, dein Malte Helmholtz.